Herzlich willkommen zurück hier bei BIG. Mein Name ist Max bzw. Charlie und wir haben es tatsächlich in die ESL Pro League Season 19 Playoffs geschafft. Schon wieder. Back-to-back ist auf jeden Fall schon mal ein sehr großer Erfolg. Aber mal gucken, wie es jetzt weitergeht. Wir haben als ersten Gegner niemanden geringeren als G2 bekommen. Entspannt. Aber man hat gegen M8 ja schon gesehen, dass die Jungs auf jeden Fall auch mal verlieren können. Oder zum Beispiel auch gegen Mongols. Also sie sind auf jeden Fall schlagbar und ich glaube, in der aktuellen Form, wie sie sind, könnte es auf jeden Fall spannend sein. Mal schauen, wie es wird. Viel Spaß. Ey, lange nicht gesehen. Hast du gesehen, was geht ab? Jetzt mein sexy Freund, Alter. John der Boss. Du musst ein bisschen carryen, okay? Wo? Social Media. Okay. Das ist Kamera. Das ist ein bisschen chillen. Ich muss Mut hochpushen, weil es noch mal wird. Okay. Gebe ich nochmal 20% extra und dann gehe ich schlafen. Das geht. Ich muss ein Foto machen. Aber jetzt Bro, mach mal den Ärmel da. Not bad. Ärmel weg. Normal, wie so. So? So klatschen. Boah. Stabil. Ja, süß. Und ab. Alter, was machst du? Er macht so. Ich hab nicht so gemacht. Jetzt mach mal. Ach, klatschen so mal. Aber keiner klatscht. Du hast schon so eine richtige David, Max ist nix, sag es nicht an David. Guck, David. Ja, nice, aber mal gut. Du musst auch ein bisschen. Ist akzeptabel, ich hab zu. Darfst du dich noch halten? Weil dann ist es nicht so locker. Du musst richtig so, komm. Okay. Nee. Ja, warte. Nee, warte. Nee, schau mal. Wir können es. Oh, okay, okay. Aber zusammenschneiden, das ist der First Try. Nur wer mit David geklatscht. Das hat übergeknallt. Bei mir klärt's nicht. Oh. Oh. Armageddon. One Max. Mal deinen Jungen an. Turn me. Turn me. Turn me. Oh, no, no, hast du jetzt gedacht, dass ich das nicht bin? Ich hab's nicht. Er ist ja heimlich am Film, Alter, ganz heimlich. Kein Wort gesagt. Wenn er sich nicht bewegt, sieht man ihn auch nicht. T-Rex-Philosophie. Main Character. Er spawnt einfach. Er geht so, er spawnt. NPC. Ich hab Questline für euch. Ich wollte sagen, Tag, David. Du musst 20 Schweine töten. Du musst 20 Schweine töten. Und dann kriegst du eine Belohnung. Alles klar, okay. Opa. Erst morgen. 20 Leder für 20 Schweine. 20 Leder für 20 Schweine. Und ein Gold, 50 Silberstücke. Und man merkt, dass er welches Spiel hast du man merkt, dass du immer groß gespielt hast. Aber welches Spiel? Ja. World of Warcraft. WoW war so sick. World of Warcraft. WoW hat richtig gebockt. In die Kommentare auch gerne schreiben, ob ihr Lotro kennt. Herr der Ringe Online. Altes Spiel. Wärst du so für so einen Charakter? Wärst du ein Magier? Frage. Ich hab echt viel gespielt. Ja, okay, aber was war dein Name? Ich hab Lotro, mein erster Charakter war ein Rundbewahrer. Ja, so ein, nicht Magier, aber schon so Magier. Du warst auch so squishy, ne? Low AP, keiner darf das touchen. Ich hab halt so zwei Steine gehabt und dann immer so Runen. Ein Spiel, was leider untergegangen ist, hat am Anfang einen extremen Hype. New World. Ist auch cool. Aber das beste Spiel, Counter-Strike 2. Wirklich? Ja. Okay. Blinzel dreimal, Alter. Counter-Strike 2. Was ist das? Keine Ahnung. Keine Ahnung. Pink. Ich interview die einfach. Du kannst fragen, was immer du möchtest. Ja, okay. Ich dreh mich mal um. Das ist schon live. Schick mir doch was. Live in Farbe direkt. Welcome, ladies and gentlemen. My name is Karim Musa, and today I'm with Big. And let's look at JDC first. I'm doing very good. It's very weird if I have my eyes closed, though. You have some paint in your face. Oh, I'm sorry, I'm sorry. Let her do it. I'm sorry. Prosos! Prosos! My guy, how are you doing today, good. My brother? Good. You? Yeah, you're good. Mm-hmm. What's your opinion on Lord of the Rings Online? You said it's a really good game? Yeah. Yeah, it's really good. I played it when I was young. Yeah. Nice. What did you eat today? Chicken wrap. Chicken wrap? Yeah. Chicken wrap, really delicious. Denzel bring it to us. Denzel, best manager, by the way. I have a question. What's your routine on the match day?
would think maybe people would like to know about it. Of course, my honest opinion about the routine, I waking up 10 minutes before the game, of course not showering, and playing some Valorant before, making some aim routine there, and then after, I jump on the server and hope my teammates carry me. Yeah, 100%, I agree. Like, definitely the showering part is really important, because if the enemy sees you, like, you're not washed, you're dirty, maybe you gain a bit more respect, you know? You've been grinding, whatever. Ja, mach mal irgendwas Lustiges. Irgendwas Lustiges? Ja, da vor dem Greenscreen. Hattest du auch Greenscreen da? Ja, ja. Hello, boss. Welcome back to Fuck Media Day. We're not here to have fun. Mandatory fun. But today, I'm gonna show you what we're doing. How about that? All you're doing? Also Howard University. Saying who you are. Say your name, alias. University of Oregon. I thought it was Osiris. You can get creative with it. Like, I had Sphinx in here, and he had this on. So I'm Sphinx from Mexico. And I'm like, yeah, best. All right, that's what we're looking for, so. I'm Crimbo from Astralis. Oh, so good. That's got to cut me. A little terrifying. What the fuck is going on? A little dark. John the King. Jenny King. 3, 2, 1. Johannes Tapsenbrodas aus Deutschland. Yeah, that's perfect. That's what we're looking for, right? Florian Dörsen Rischers aus Ostdeutschland. On that one back, that was a good start. But fuck. You just immediately started laughing, fuck the whole thing up, so. I'm sorry, man. Next victim. 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 I can do it. Ich bin John, JDC de Castro, aus Deutschland. Say, I'm JDC, bitch. I can do that. I'm JDC, bitch. Open up the corner. Yeah, that's a whole ass vibe right there. Yeah. A whole lot of gang shit. Holy shit, that's good. A whole lot of gang shit. That's love. This one as well? Yeah. Ooh. That's different. Wow. That's good. Yes, I would say it's a bus driver, because the meme is driving. Yeah, and yeah. Like, that's when I think. Yeah, okay. We'll start with these, and we'll do the serious ones after. It's a strong look. I'll give you that. It's a strong look. Yeah. I do. I think it's great. 3, 2, 1. Ich bin David Prozesse, Busfahrer und Hobby Holzfäller. Ich bin sehr gut. Bist du dran, Alter? Okay, the Burger King has arrived. So what are we going for here, King? Oh, all the gang shit. Crimbo, and I'm fucking your bitch. It's a little abrasive, but the big clan on top. King of Clutches? King of Clutches. King of Clutches. Like, think of something that if you were talking directly in Twitch chat and you did something in game, this is your chance to show them. I'm Crimbo, and I'm the King of Clutches. Yeah. Hold on, stay still. Sup, bitch? Oh, no. Oh, I bet it too. Love it. Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, dass die Angst rauskommt. Scheiße, Alter. Das ist ein Scheiß, ey. Die willst du wirklich dämpfen machen? Hören auf, ja. Soll ich Probus schreiben? Nein. Probus. Schreib hier hin. Stark. Jetzt mal Big Vlog. Big Vlog soll ich draufschreiben? Mhm. Alter, ich bin hier konzentriert am Arbeiten. Geil. Andersrum. Kameralinse zu dir. Aber ich will doch nach vorne fotografieren. Achso. Ja, das ist ja voll. Ich dachte, du willst ein Selfie machen. Dann muss er so, genau so. So, ne? Dann kommt in die Analogfotografie. Wir machen jetzt Inception. Du filmst mich und ich fotografiere dich. Okay.
Alter. Ich kenne wirklich wenig Leute auf der Welt, die so ein schönes Lächeln haben, wie du machst. Ich meine es ernst. Sweet. David, zeig mal dein Selfie. David Poses Hesse, 2024, Selbstporträt. Selbstporträt bei der Pro League. Bei den Pro League Playoffs, Media Day. Back to back. Die werden versuchen, die Smoke zu lobern, Digga, weil die denken, da ist Lücke. Ich werde in der Ecke stehen, ich mache einfach zwei und dann werde ich machen. Oh, Mitte oben als Tee, werden die Mitte Smoke lobern. Ich werde einfach da hocken in meiner Menge. Brr, brr. Und dann werde ich in meinem Kopf haben, Daddy Rain, Alter. Daddy Rain. Den? Hallo. Gleich. So. Das ist meine Mentalität schon mal gewesen. Genau so muss sein. Ich werde im Interview gefragt, do you think you will win? Natürlich. Das ist für eine Frage, Digga. Also die Frage ist immer ganz. Wenn dann nein sagt, wird doch direkt noch vorgespielt. Also die Frage sollte nie gestellt werden. Ich sage jedes Mal das Gleiche. I always think I will win until you prove me otherwise. Immer meine Antwort. Ich sage auch immer, ich bin der beste Spieler der Welt. Bis jemand kommt und mir das Gegenteil weiß. Danke. Ja, wir sind extrem gut vorbereitet. Jeder von euch, bin sehr stolz auf euch. Ihr habt gestern nochmal ein Step extra draufgesetzt. Das, was man für die Playoffs machen muss. Dafür bin ich sehr stolz. Und wir sind extrem gut vorbereitet. Ja? Lass den Leuten mal zeigen, was wir drauf haben. Und die wollen Inferno als Pick nehmen. Dann zeigen wir denen mal Inferno. Okay? Von Map zu Map denken. Wir denken gar nicht so viel weiter nach. Wir spielen erstmal Inferno. Inferno tätig. Konzentriert euch auf die Sache. Spielt einfach euer Spiel. Okay? Das ist für mich das Wichtigste. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass wir dann gut und sehr, sehr starke erste Hälfte spielen werden und dann sie als Tee sowieso schon ja. Okay, genau, ihr habt irgendjemand was sagen? Ich hätte nur was ganz Schnelles, und zwar, es hat sich legit nichts geändert. Fera, Heroic, whoever the fuck boss, G2, es spielt keine Rolle, solange wir unser Game spielen, wie du gesagt hast. Habt Vertrauen jede Runde, dass ihr besser seid, weil ihr seid besser. Let's just it. Ja. Scheißegal, gegen wen wir spielen, egal wo wir sind in der Playoff-Stage, Finale, whatever, jedes Game ist gleich, wenn wir einfach belieben. Wir ficken sie, 100%. Ja? Yes, sir. Inshallah. Auf drei. Cool. Eins, zwei, drei. Big! Woo! Ich dachte auch ficken in den Block, habe ich gemerkt. Also, das ist There is a bit of a standoff on Banana, a drive-by USP. G2, despite the openings, they're at a disadvantage. Oh, that was plan B for G2 as well. Nico getting that kill and they run back to the B bomb site. Now they got to force their way forward. What a shot. They're low very, very quick because now he's being encroached upon on the flank. Through the smoke and goes down. Searson with his double kill from Pit. It has to be guns. Tabson spotted out. He's in trouble now. Nico Hunter looking for him. Gunning for him. Push through the smoke. SMGs find it. They're so low. Still at the back of the site and they are bleeding out. Big frag from Nexa, but he can't get past Crimbo. A big round. Nails it. Very comfortable. Hunter just walks. He looks well placed. Monacy on 7 HP. And ooh, a miss from Searson. Crimbo under scrutiny. Can he get the gun out in time? Doesn't look like he can. Oh. Damage from Nexa, but he couldn't finish off onto the Pit player. Honestly, yet. Oh, Hunter. God damn. That's his first frag, but it was a stylish one. Bloody hell. I even had the read on JDC's peak from Library. There's a universe. He gets two quick taps there, but Big's defense looking solid. They didn't recover the AWP. That's side. A good one, too. Yeah, this is actually looking quite promising, Tabson. He's in the apartments causing absolute havoc, and he's not done yet. Hunter. Puts him to bed finally. Back and forth we go as Crimbo striking from the corner. Woo! Let's fucking go! Woo! I've never seen that. I mean, honestly, he's going to have to move. I don't think you're... Yeah, he's dead otherwise. Oh, he's actually going to go for it. Oh, he's found a timing. He's found a timing. Got to turn around. Oh! He can do it. Oh, my God. No. Does he have it? I think he does. He absolutely does. Surely not like this. That's insane! Oh no! He gets a lot more than the exits, ladies and gentlemen. He takes the whole thing. See, things get a little uncomfortable now. The defuse is going to be held. Hunter on the 10 second, and Nex has got a lot of responsibility. Cuts the noise for a second, finds and isolates the headshot, gets Hunter off the bomb. It's not enough. No time, no time. Is there time? I don't think there's time. It might be right on the button. I think Jace is right. Oh my lord. He's done it. No way. Nope. What a beautiful clutch from Crimbo. That little delay. So you saw Nexa kind of glance at CT for a second. Yep. Then he comes out. Yeah, he's got to be happy with that one. Crimbo in the clutch. He's already had one. Can he find another? If he just knocks him off the bomb, he gets the first control to spray. Can't find it. Damn. We will see another round of play. Valiant attempt from Crimbo. Okay, this gives up his position. Do they peek? Oh, he's found JDC with the molly. Gotta smoke the bomb and now go for it. Smoke the bomb, Crimbo apps.
Smoke on the bomb. Crimbo, oh, he waits for it. That's nice from Monacy. Now it's all about the spam positioning from Crimbo. Misses his HE. He's on the defuse. Monacy's going to hold it. He's on the reload and he's going to save G2. Oh. We will play more. Okay, 4 versus 3 on the A side, but you've got 13 seconds to make this happen. Nico should have this. 1 kill onto the bomb carrier and we go overtime. JDC, however, brings down Nico. Hunter's good. Not good for it. He's covered. Have they got time to plant? Oh, they do, but Hooksy's... Oh, no, time. Okay. Be ahead of the play. Time is of the essence for Nico here. Tabson, he's exposed, and he's down. Nico's what come up clutch. Einfach warten, das hört sich immer so leicht an, aber es ist genauso wie eigentlich schon gesagt. Wir haben sehr gut gespielt, wir können immer noch confident sein und ich bin auch Ancient übertrieben confident. Ancient und Inferno von dem sind zwei verschiedene Welten. Gell? Und wir sind sehr, sehr gut auf Ancient und wir ballern uns da durch. Gell? Let's go. Tabson can at least provide one, maybe Crimbo, come on, can come alive. They are so dead though if they walk past this line drawn by Monacy. He's patient. They're just waiting. They're waiting for Nexa to arrive ramp, and when he does, they're in trouble. Discomfort grows. Good find from Hunter as well. Tabson finished off a 1v3, taking shape as Crimbo's aware for the third. The flank from Nexa. He takes the fight, takes them in his stride. Crimbo takes a slice out of G2. Tip of the spear, got to watch out for process on his flank though, and Hunter, not the right angle to do the job. Yeah, no, I think he's right. He's right. B-Rush. Monacy. Round over, half done. Orbs already on the floor. And four big plan imminent. Unless Nico's deke hits more than that. He's got two. Let's go! Nico, that is abhorrent. Four with the deagle, make it 5 and 8 from Nico. That is insult to injury. Trotzdem einfach heaven, wenn wir so machen. Und ja. Ist also. I can do the blue version. Need shoes or fine? You're fine without the shoes. I don't think we're looking at your feet. Never fun, never easy. Losing, it's the price you pay in pursuit of a victory. We've got Crimbo joining me here and knocked out by G2. Are you kind of happy with the progress you've already shown? I mean, 100%. Like we took a map of Na'Vi. We could have shown our better face there. We lost to them. It's no shame to lose to them, as it is today as well against G2. And we won against good teams like Heroic. It's not always easy. And 100%. Also with our Inferno today and in general, we feel the progress. Of course, you can be a little bit sad today about this loss, but you have to learn from it and definitely come back stronger. Damn, that's one hell of a mature interview, bro. Much love. Thank you very much. That's Crimbo. Sehr schade, dass sie Inferno verlieren. Ja, ich denke auch. Das hat leider fett gefallen. Das stinkt ein bisschen. Das stinkt ein bisschen sehr. Aber ich bin eigentlich zufrieden. Weil jetzt klar nach dem Los ist immer scheiße. Inferno kann man nicht viel evaluaten. Das ist halt, wir haben einfach nervös. Was willst du da machen, genau? Like, das ist halt, wir können uns die Runden anschauen, aber wir spielen halt Runden auf einmal so different, weil wir alle halt shaky sind, es wird close. Clutches spielen wir anders. Like, das sind nur Kleinigkeiten. 3 gegen 3, die machen A-Retake. Es wird nicht gesagt, dass Krimbo, also das Karim nicht kurz hält zum Beispiel. Ich sage, ich habe lang, keiner sagt kurz offen, er stirbt von kurz. Genau, so shaky Sachen. Es ist halt
Ich denke, Ancient ist auf jeden Fall was wir angucken müssen. Und Inferno war eigentlich bis zum Joke. Insane. Actually, bis zum Joke. Ja, aber wie viele, das waren ja ah, nur war X und X. Das war noch gerade drin. Wenn gerade einer diese, eine Mal dieses hochgetreten Bank gewinnt, das Game und so. Das muss man einfach anschauen. Jetzt drüber zu reden, ist eh. Das ist immer schwer.